Hallo, in diesem Erklärvideo zeige ich dir, dass du beim Start selbstverständlich auch mehrere Grundlagen miteinander kombinieren kannst. Wir haben ja zuvor einmal den Block Zeige-LEDs benutzt, um dort High zu schreiben. Und im zweiten Erklärvideo haben wir uns den Block Zeige-Text-High genommen, wo wir High-Toto programmiert haben. Und dies kann man natürlich miteinander verbinden und zum Beispiel auch noch ein weiteres Symbol hinzufügen. Und dies werden wir jetzt einmal gemeinsam machen. Beim Start soll er folgende LEDs zeigen, so wie du es aus dem ersten Erklärvideo kennst. High. Und im Anschluss soll er den Text zeigen, Toto, mit Ausrufezeichen. Und als letztes zeige das Symbol, in dem Fall ein Herz. Hier könnte man noch andere Dinge auswählen. Das soll jetzt am Anfang nacheinander durchlaufen. Da das jetzt aber für uns wahrscheinlich viel zu schnell gehen wird, werden wir noch einen kleinen Trick hinzufügen, nämlich eine Pause einfügen, sodass die einzelnen Blöcke nacheinander ablaufen können und wir sie gut auch auf dem Calliope Mini erkennen können. Diese Pause findest du ebenfalls unter Grundlagen. Wenn du hier ein wenig runterscrollst, siehst du Pausiere, Klammer auf, MS, das steht für Millisekunden und einen Wert, den du dort eingeben kannst. Diesen Block bauen wir jetzt jeweils dazwischen, zwischen Zeige-LEDs und Zeige-Text, setzen das Ganze auf 1 Sekunde und dasselbe machen wir auch zwischen Zeige-Text-Toto und Zeige-Symbol, ebenfalls auf 1000 Millisekunden bzw. 1 Sekunde. Und dieses Programm laden wir jetzt herunter und werden es auf unserem Calliope Mini aufspielen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das auf dem Calliope Mini aussieht. Wir starten. Und er zeigt zunächst den Text High, macht eine kurze Pause, dann läuft der Name Toto durch mit Ausrufezeichen. Dann wieder die kurze Pause und es erscheint das Herz. Ich wünsche dir viel Spaß, auch dies auszuprobieren mit deinem Calliope Mini.